Am 29. März ist es endlich soweit. Die neue Gothaer Stadtbibliothek Heinrich Heine öffnet erstmals ihre Pforten im Winterpalais. Oskar am Freitag TV hat sich schon mal für Sie in den neuen Räumlichkeiten umgesehen. Wie viele Bücher sind denn jetzt hier insgesamt in der neuen Bibliothek? Also wir haben insgesamt ca. 60.000 Medien jetzt in der neuen Bibliothek. Also mit allem jetzt, mit CDs, DVDs und Büchern. Ne? Okay, das war ja ein ganz schöner Akt wahrscheinlich, der Umzug. Wie lange hat der denn gedauert? Also der Umzug an sich ging sehr schnell über die Bühne. Innerhalb von 2 Wochen haben wir hier alles umgezogen, aber die Vorarbeiten haben natürlich lange gedauert. Die Stadtbibliothek in Gotha öffnet am Samstag ihre Pforten. Der Umzug ist geschafft. Sind Sie erleichtert, dass alles so reibungslos geklappt hat? Das ist für uns schon was ganz Besonderes, dass dieses Gebäude so umfangreich saniert werden konnte, dass es eine solche Nutzung hat, dass es also als Stadtbibliothek hier allen Bürgern zur Verfügung steht. Und ich denke, das ist schon eine tolle Meisterleistung, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also, Sie sind die Architektin dieser wunderschönen neuen Bibliothek. Welches Konzept haben Sie denn hier verfolgt bei der Umsetzung? Ja, also unser Hauptanliegen war in erster Linie auch zwischen dem historischen Fassadenbestand, der erhalten und wieder neu errichtet wurde, halt eine Einheit auch mit den neu angebauten modernen Fassadenelementen hinzubekommen und Hauptanliegen war natürlich, dass zum Schluss auch die Bibliothek mit der Funktion in dem Gebäude integriert und auch zufrieden integriert ist.